Sehr verehrte Damen und Herren, ich darf Sie durch ein weiteres Programm teilführen, die Anerkennungspreisverleihung an Lucia Tschirki. Wir hatten heute eine mutige Frau. Und viele von uns haben sie gesehen am Fernsehen, will nicht weiter rausholen. Eine couragierte Frau, eine TV-Korrespondentin vom Schweizer Fernsehen und speziell natürlich, sie ist eine von uns, eine aus Sagans, hier aufgewachsen und jetzt in der Welt tätig. Nicht immer bei angenehmen Begebenheiten. Wir möchten anfangen mit einem Interview. Der Roland Wermelinger, Mitglied von der Kulturkommission der Talgemeinschaft, wird das Gespräch führen mit der Lucia Tschirki und ich darf euch bitten, hier raufzukommen. Man muss auch nicht einmal wahrscheinlich jetzt gross noch die Lucia Tschirki vorstellen. Ihr kennt sie vom Fernsehen oder eben auch von hier. 33, zwar ganz aufgewachsen, in die Pfadi gegangen, Pfadi-Name Neon, Pfadi-Oberi und in der Kante schon angefixt worden vom Journalismus, kann man glaube ich sagen. Du bist sehr früh neugierig auf Journalismus geworden und sehr früh auch aktiv im Journalismus tätig geworden. Und für das hast du ja auch sehr früh schon sehr viel Preise, Lob und Anerkennung bekommen. Der Ostschweizer Radio- und Fernsehpreis, Journalistin des Jahres und natürlich heute gibt es einen besonders wertvollen Preis ja noch dazu von der Talgemeinschaft, so ganzer Land. Wallensee, Guido hat schon gesagt, auch für was das ja immer war, eben für Mut, Menschlichkeit, Beharrlichkeit, aber vor allem natürlich ja viel journalistische Kompetenz. Also man kennt die Lucia Tschirki und das ist jetzt so ein bisschen laudatio-mässig gewesen. Wir haben ja gesagt, jetzt müssen wir ein paar Fragen stellen, darum bist du ja auch da. Ich habe mir es erlaubt, gleich einmal noch einzugehen, die künstliche Intelligenz zu fragen. Das, was jetzt jeder ein bisschen rumexperimentiert, die Chat-Bot-Sachen, habe ich mal eingegeben, wer ist Lucia Tschirki, wie sehen die das? Dort ist rausgekommen, du bist eine amerikanische Schauspielerin aus den 1920er Jahren, ein Stummfilmstar und auch bekannt, ich muss nachschauen, durch das Lied Schweizer Wurzeln und bekannt durch das Lied worden, Schau, mir gehört die Welt. Jetzt, Lucia, Stummfilm machst du Gott sei Dank ja nicht. Deine Filme leben vor allem von dem, was du dazu erzählst, einschätzt, kommentierst. Aber Schau, mir gehört die Welt, passt schon ein bisschen, oder? Ja, also ich habe sicher immer denkt, dass ich mal auch von hier weg will, ein bisschen in die Welt raus will. Also mir hat der Gunz zwar auch den teilweise gefällt, oder ich habe mich sehr gefreut, wenn ich wieder da gewesen bin. Aber es ist sicher so, dass ich auch jemand bin, der gerne auch rauskommt, also der auch gerne an einen Ort geht, wo ich jetzt noch nicht gesehen bin in meinem Leben. Wenn mir jetzt die Welt gehört, ich glaube, sie gehört wie so ein bisschen allen. Also ich glaube, jeder, der gerne ein bisschen in die Welt raus möchte, ich habe das ja heute zum Glück und jetzt, wo wir keine Corona mehr haben, kann man das ja Gott sei Dank wirklich überall her machen. Ich würde schon sagen, dass ich jemand bin, der das halt immer als Chance gesehen hat. Also dass man kann, dass ich in Länder kann bereisen, dass ich über Länder kann berichten, die vielleicht weit weg sind und jetzt auch weit weg sind vielleicht von ihrer Lebensrealität und dann vielleicht auch ein bisschen ein grösseres Verständnis schaffen für Menschen, die in einer ganz anderen Umgebung leben, als jetzt sie vielleicht hier im ganzen Land. Und den Drang, den hast du aber eben schon lange, also ich habe vorher Kanti erwähnt und habe einmal ein bisschen umgeschaut, was über dich wird auch viel geschrieben, aber schon früher schon. Also Gazzetta, das ist die Zeitung von der Kanti Sargans, die hat 2015 schon über dich berichtet als Ehemalige. Du bist dort schon lange als Journalistin tätig gewesen. Du hast, glaube ich, gerade schon einen Newcomer-Preis bekommen. Die haben dann ein Porträt über dich gemacht, einen Beitrag über dich in der Gazzetta. Dann haben sie dich gefragt, ob denn Journalistin schon immer dein Traumberuf gewesen ist und weißt, was du gesagt hast? No. Ich glaube schon, ja. Also schon sehr, sehr lange. Also ich habe schon sehr, sehr lange wollen Journalistin werden. Genau, Gazzetta, das ist eben die Schülerzeitung, aber ich habe auch beim Sarganserländer gearbeitet. So, ich kann mich noch erinnern, in der Sommerferie bin ich auch beim Sarganserländer gewesen und habe einen Bericht geschrieben über Alpabfahrt Flums oder irgendwie da, was man in der Region kann machen, wenn man in der Sommerferie noch keinen Plan hat oder so. Also von dem her habe ich das schon sehr, sehr lange wollen. Ja, ich nehme an, ich habe das auch dann gesagt. Du hast dann gesagt, ja, du hast noch nie etwas anderes wollen werden. Und du hast in dieser Zeit eben schon vorher, 2013, also dort bist du gerade 23 gewesen, schon für die Rundschau von der Maidan-Protest aus Kiew berichtet gehabt. Die Gazzetta hat dich damals, in dem Artikel 2015, beschrieben als
Russophil, aber mit einer gesunden Distanz zum Imperium. Das ist ein Zitat. Russophil, aber mit einer gesunden Distanz zum Imperium. Die Distanz zum Imperium ist seitdem noch grösser geworden, wahrscheinlich. Ja, also ich glaube, das kann man sich schlecht vorstellen. Wir haben vorher immer so das Wort Nordkorea gehört, oder dass dort Abstimmungen in dem Saal oder allgemein oder im Verein so ein bisschen an Nordkorea erinnern, oder? Aber sie würden gefragt. Das heisst, sie hätten vorher grundsätzlich die Möglichkeit gehabt, um etwas zu sagen und vielleicht auch eine Gegenstimme einzuwerfen. Und das haben viele Menschen nicht. Also gerade Menschen, die in Russland leben, haben die Möglichkeit nicht. Aber auch Menschen, die in anderen Ländern von meinem Berichtsgebiet leben, haben die Möglichkeit nicht. Auch wenn sie nicht selber wirklich jetzt in Nordkorea leben, sind dann die Umstände dort doch in der Realität wirklich sehr nordkoreanisch. Ja, also ich glaube, es ist schon etwas, wo ich vom Aufwachsen her selber, von meinem Hintergrund selber, ist das immer fremd gewesen für mich, dass man die Leute nicht um ihre Meinung fragt und dass man die Leute nicht anhören, dass man ihnen nicht die Möglichkeit gibt, dass sie sich einbringen können, weil ich bin mir das gewöhnt war, so wie ich aufgewachsen bin, und ich bin jetzt auch vom Typ her eher jemand, der dann auch etwas sagt. Wenn ich jetzt irgendwo etwas sehe, wo mir auffällt, wenn ich eine Ungerechtigkeit sehe, habe ich das früher schon in der Schule gehabt, habe ich sehr schlecht mit dem umgehen und habe immer dann meistens etwas müssen sagen, wenn es dann vielleicht nicht immer so gut angekommen ist. Und ich glaube, das hat sich jetzt in den letzten Jahren, wenn man dann vor Ort lebt und Sachen so jeden Tag mitbekommt, sicher noch einer verstärkt. Also, dass mir dann noch mehr Sachen aufgefallen sind, die, wenn man nicht jeden Tag dort ist, einem vielleicht dann nicht auffallen würden. Ja. Hier im Gebiet von der Talgemeinschaft Sarganserland Wallensee weiss man natürlich, dass die Schirke aus dem Weisstanental kommt. Aber das ist noch viel, man muss nicht weit in der Schweiz gehen, schon weg. Dann gibt es eigentlich, und das hat man in der Berichterstattung über dich können lesen können, hat es immer wieder Leute gegeben, die gesagt haben, ja, Schirke, dann hat sie noch helle Haare, helle Augen, du kommst irgendwie aus dem Osten. Schirke tönt noch irgendwie russisch. Wir wissen hier natürlich, dass das nicht so ist, aber die Frage ist natürlich jetzt trotzdem, die Liebe, die Faszination vielleicht auch zum Osten, zu Osteuropa, ehemaliger Ostblock. Woher kommt die? Ja, das ist also, Ostschweiz sind wir immerhin da. Also jetzt, genau. Das kann man ja so sagen. Oder das heisst, in dem Sinne haben wir schon so einen Ostbezug. Aber angefangen hat das bei mir, wir haben an der Kante haben wir so einen Austausch gehabt mit Ungarn. Also es gibt so einen Schüleraustausch zwischen Schülern von der Kante Sargans mit Schülern in Ungarn, in Debrecen, das ist eine Stadt in Ostungarn, und wir sind dort dann für ein paar Tage in Ungarn gesehen, und die, wo wir dann daheim auf Besuch gewesen sind, sind dann zu uns gekommen, und mir hat das Budapest wahnsinnig gut gefallen. Haben jetzt die meisten aus meiner Klasse nicht so toll gefunden, haben es nicht genau gewusst, wo müssen wir jetzt so lange Zug fahren und was wollen wir denn dort. Und mir hat das sehr gut gefallen, und das ist dann so wirklich der Anfang gewesen. Ich glaube, ich habe dann auch in der Gazette über das geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ja, das ist so der Anfang gewesen von dem. Und dann nachher bin ich so in das reingerutscht. Mich mal mit 19, 20 bin ich zum ersten Mal zu Russland gewesen. Per Zufall eigentlich. Ich hatte das nicht so geplant. Ich war in einer Organisation für junge Journalisten zu Europa. Und die haben jemanden gesucht, der auf Russland geht. Und so bin ich dann das erste Mal zu Russland gelandet. Und dann hat mich das sehr interessiert. Ich habe dann junge Journalistinnen kennengelernt, russische Journalistinnen, die im Moment keine mehr dort ist. Also die nachher als Journalistinnen gearbeitet haben, die sind in der Zwischenzeit alle raus aus dem Land, weil es zu gefährlich geworden ist, zum Arbeiten für sie. Und ich bin dann so in das reingerutscht. Ich habe die kennengelernt und mich hat das interessiert. Dann habe ich angefangen, Sprache zu lernen. Das ist dann so nach und nach eins ums andere gekommen. Du hast auch deinen Mann kennengelernt irgendwann. Er ist russisch-deutscher Doppelbürger. Und ihr seid ja vor ein paar Wochen älter geworden, zum ersten Mal, von einem Mädchen. Tova Heidi Juba heisst sie. Und da sieht man auch wieder die Verbindung zum Ost, ehemals Ostblock und Ostschweiz. Sorry, Jürg, so Heidi kommt dort jetzt halt gleich rein. Ja. Das ist Tova Sargans Juba, das ist das ganze Land. Okay. Und du hast mir aber erklärt, wir haben mal so ein Vorgespräch, ein interessantes geführt, hast du mir erklärt, ein Kind haben ist ein ganz bewusster Entscheid von euch jetzt gewesen, in einer sehr ungewissen Zeit, gerade wo auch für euch selber, oder? Du hast eine Wohnung gehabt in Russland, die du momentan nicht hast, also wo viel ungewiss ist. Und das war sehr eindrücklich gewesen. Du hast gesagt, das war eben ein sehr bewusster Entscheid gewesen, gerade auch wegen dem Krieg. Weil was du jetzt machst, ist viel auch Sterbeberichterstattung. Und das ist ein bewusster Entscheid fürs Leben. Ja, also ich habe im Arbeiten,
Sehr viel halt jetzt im vergangenen Jahr eigentlich mehrheitlich mit dem Tod zu tun gehabt. Es ist sehr viel darum gegangen, dass Menschen gestorben sind, auf unterschiedliche Arten und Weisen gestorben sind, aber auf sehr brutale Art und Weise. Und das ist sicher etwas, wo mir auch selber zu denken gegeben hat. Also ich glaube, es wäre seltsam, wenn ich aus der Ukraine berichtet hätte und das wäre für mich gesehen, als ob ich jetzt irgendwie aus einer anderen Weltregion berichte, die friedlich ist. Das hat sicher auch bei mir nämlich ausgelöst. Ich glaube, für mich war klar, dass ich schon vorher, dass ich mal Kind haben möchte, das war auch für meinen Mann klar gewesen. Aber dass wir uns entschieden haben, dass wir jetzt Kind haben, das hat sicher auch damit zu tun, dass wir ein Leben haben, wo es nicht ausschließlich um Tod und Sterben geht, weil um das geht es halt sehr, sehr viel. Also mein Mann ist auch Journalist, wir reden sehr viel über das, was uns beruflich beschäftigt und dementsprechend hat das dann halt eine sehr starke Schlagseite gehabt. Und ich glaube auch für einen Ausgleich, dass man sich nicht nur mit diesen absolut düsteren Themen beschäftigt, ist es sehr wichtig für uns auch, dass wir so ein Privatleben haben, wo es dann eben auch um etwas anderes kann gehen und auch um ein Kind kann gehen und um eine Zukunft kann gehen, weil meistens eben beschäftigen wir uns eher mit dem, wo es keine Zukunft mehr gibt, wo dann eben Leute gestorben sind, Leute ihre Kinder verloren haben, Leute ihre Eltern verloren haben und wo es in dem Sinn keine Familie mehr gibt oder ein Teil von der Familie auf jeden Fall nicht mehr da ist. Und darum ist das mir und uns auch sicher sehr wichtig, dass wir hier eine Zukunft haben, auch wenn man es von außen vielleicht eben nicht unbedingt erwarten würde, in so einer Situation sich eine Zukunft aufzubauen. Und ihr seid ja jetzt als junge Familie gestrandet im ganzen Land und gestrandet meine ich jetzt in Bezug auf, ihr wäret jetzt sonst, ohne den Krieg wärst du jetzt nicht für ein paar Monate zerganz. Ja. Und plötzlich tust du jetzt auf das Schloss steigen, wo mal dein Schulweg zwischen Zixer und Städtli war, eine Einschaltung für die Tagesschau machen und den Krieg in der Ukraine kommentieren. Ja, das ist schon eher speziell. Also für mich war das auch etwas speziell, dass man dann über Ereignisse in der Ukraine, ich glaube konkret dann ist es darum gegangen, um einen Angriff auf die Krimbrücke, also um die Brücke von Kertsch, wo das Festland von Russland mit der von Russland annektierten Krimhalbinsel verbindet. Die ist ja angegriffen worden, die hat brennt und dann hat die Tagesschau mir angerufen und eine Einschätzung zu dem wählen und weil ich dann zur Gans war, habe ich dann da die Schaltung von der Schlossstege gemacht. Oder das ist jetzt sicher eher nicht so eine typische Situation für die Leute aus der Gegend, die kennen den Kirchturm zur Gans, aber so im Rest von der Schweiz kennt man das jetzt nicht unbedingt. Also vielleicht hat es Teile Leute gegeben, die es vom Durchfahren kennt haben, aber die meisten Leute haben vermutlich nicht ganz können einordnen, wo ich jetzt hier stehe. Mein Job erfordert sicher, dass ich relativ flexibel bin. Im letzten Jahr haben wir sicher sehr flexibel müssen sein, also was unsere Wohnart betrifft, was unsere Anpassung betrifft. Und ich denke, es ist ein sehr grosses Privileg, wenn man eben den Ort hat, wo man herkommen kann. Ich habe im Unterschied zu den Ukrainerinnen und Ukrainern, die ins ganze Land gekommen sind letztes Jahr, habe ich einen Ort gehabt, wo ich herkommen konnte. Also ich bin ja nicht fremd an diesem Ort gewesen. Ich bin hier aufgewachsen, ich habe meine Eltern da, ich habe meine Schwester da, ich habe Verwandtschaft da und ich bin nicht an einen Ort gekommen, den ich absolut niemanden kenne. Also ich habe die Frau, die mir die Maniküre gemacht hat, das ist eine Ukrainerin, die wohnt jetzt im Moment in der Nähe von Chur und die hat mir zum Beispiel erzählt, die ist hierher gekommen und die hat einfach niemanden da. Also die hat, ihre Familie ist noch in der Ukraine und sie ist jetzt da und sie ist einfach komplett allein da. Und sie hat das Glück, dass sie bei einer Familie wohnen kann. Also die hat eine Familie gefunden, wo sie wohnen kann. Aber das ist natürlich ganz eine ganz andere Situation als bei mir. Und ich glaube, es ist ein sehr grosses Privileg, wenn man einen Ort hat, wo man herkommen kann, wo es sicher ist und wo man daheim ist. Und das ist etwas, wo ich sicher auch in die Entscheidung mit eingeflossen ist, dass wir jetzt da sind, während ich sicher einmal meinen Mutterschaftsurlaub habe. Das hat sicher damit zu tun, dass es hier ein Ort ist, wo ich mich daheim fühle. Das hat sicher ganz, ganz viel mit dem zu tun, dass ich jetzt auch mit meinem Kind da will sein, weil es halt einfach so ist, dass ich extrem gemerkt habe, was es heisst, wenn Leute kein Zuhause mehr haben. Wenn ihr Zuhause physisch nicht mehr existiert, weil deine Wohnung entweder verbombt worden ist oder weil die Straße, die in die Stadt geht, wo du herkommst oder in die Ortschaft, weil die Straße vielleicht einfach nicht mehr gibt, weil du nicht mehr dorthin fahren kannst, weil die im Krieg zerstört worden ist. Und ich glaube, das ist etwas, wo man sich zum Glück, wenn man hier lebt, nicht vorstellen kann. Ich glaube, die Ukrainerinnen und Ukrainer möchten sich das eigentlich auch gerne nicht vorstellen können, was das heisst, wenn man kein Zuhause mehr hat, wo man zurück kann. Ich kenne selber Leute, die ich jetzt zusammen arbeite mit ihnen, die können nicht mehr heim. Also ich arbeite mit einer Frau zusammen, die kommt aus Mariupol
Und die kann nicht in ihre Wohnung zurück, weil die Wohnung ist einfach eine Ruine. Also dort gibt es nichts mehr, außer ein paar Kohlenhäufen. Und ich glaube schon, dass das etwas ist, wo ich im letzten Jahr extrem gemerkt habe, wie wichtig das ist, wenn man ortet, wo man heimkommen kann. Und trotzdem ist das vorübergehend, das ist auch klar, oder? Du gehst irgendwann wieder zurück und du gehst auch an gefährliche Orte. Und das ist ja wenige Kilometer von uns weg, tobt ein grausamer Krieg. Man weiss auch, dass du mehr siehst als wir am Fernsehen. Du bist selber schon zu Minsk von ein paar Maskierten in eine Karre gezerrt worden. Was hat die letzten zwei Jahre, hat dich sich selber auch verändert schon? Ja, also ich glaube schon, dass ich in meinem Leben haben sich so wirklich Prioritäten verschoben. Also Sachen, die einem früher vielleicht wichtig waren oder die mir jetzt früher wichtig waren, wo ich einen Wert darauf gelegt habe, sind mir jetzt heute nicht mehr so wichtig. Dafür habe ich zum Beispiel die Bedeutung von einem Auto sehr stark gelernt. Also ich habe am 24. Februar sehr schnell aus Kiew wegfahren müssen, weil dann schon die russische Armee Kiew angegriffen hat, weil dann schon wenige Kilometer von der Hauptstadt entfernt russische Spezialeinheiten gestanden sind, bin ich aus dieser Hauptstadt rausgefahren und ich habe noch nie in meinem Leben gemerkt, wie wichtig es ist, dass man ein Auto hat. Leute, die in dieser Situation kein Auto haben, die können nicht darauf zählen, dass es eben zum Beispiel öffentlichen Verkehr gibt. Also der Schweizer Botschafter zum Beispiel, der war auch in Kiew, wo der Krieg angefangen hat und der hat dann ein bisschen länger gehabt als ich, bis er rausfahren konnte. Einfach natürlich, der Schweizer Botschafter hat ein bisschen, er muss ein Sicherheitskonzept haben, er muss Sicherheitsleute haben, die ihn dann auf dem Weg raus aus dieser Stadt begleiten. Und ich konnte einfach meinem Kameramann anrufen und ihm sagen, dass wir jetzt gehen. Und dann ist er mit seinem Auto gekommen. Ich glaube, in so einer Situation merkt man sehr fest, dass man im Endeffekt eine gewisse Sicherheit braucht. Und das sind dann eben Sachen, die mir früher vielleicht nicht so wichtig waren. Ich habe mir nie überlegt, vorher habe ich jetzt in meinem Kofferraum noch einen extra Kanister Treibstoff, also habe ich jetzt Benzin oder Diesel dabei, das habe ich mir früher wirklich nie überlegt und das ist im letzten Jahr für mich immer sehr wichtig gewesen. Wir haben vorher gehört von der Gemeindepräsidentin zu Melz, dass es, ja, sie sich Gedanken machen, wie viel Brot sie jetzt brauchen da für die nächste Veranstaltung. Ich habe mir schon ganz ähnliche Gedanken müssen machen, jetzt nicht wegen einem Shitstorm, sondern einfach so, wenn wir in eine Gegend fahren, wo es vielleicht kein fließendes Wasser gibt, wo man kann trinken, oder wenn es keine richtige Trinkwasserversorgung mehr gibt, weil es auf die Infrastruktur Angriff gegeben hat, Raketenangriff. Solche Gedanken musste ich mir machen. Und das hat sicher auch einen Einfluss auf mich. Also ich bin sicher jetzt jemand, der nicht so viel Wert darauf legt, was habe ich jetzt daheim für einen Steamer oder wie sieht jetzt genau meine Innenausrichtung aus? Habe ich jetzt passende Servietten zu meinen Sät zum Beispiel? Das ist mir in der Zwischenzeit wirklich egal, kann man sagen. Weil ich habe gelernt, so, auf was kommt es denn wirklich drauf an? Was sind Sachen, die ich wirklich brauche? Und eben meine Steamer oder meine Servietten, das sind dann Sachen, auf die kann man verzichten oder habe ich gelernt, wie verzichten. Und ich denke schon, dass das bei mir jetzt sicher sind so Sachen, die einen Einfluss auf mich hatten, die ich sicher jetzt auch längerfristig noch merken würde. Zum Schluss zu dir jetzt als Mensch, als Figur. Du bist ja selber jetzt natürlich auch prominent geworden durch deine Arbeit. Es kommt auch die Schweizer Illustrierte vorbei und es gibt Fotos von der Lucia mit Hund auf dem Riedamm oder es gibt eine Schlagzeile, denn Lucia Tschirki ist schwanger. Was macht das mit dir? Das ist sicher sehr seltsam für mich. Ich bin mir das eigentlich nicht so gewöhnt. Ich finde das auch weiterhin gewöhnungsbedürftig, wenn ich dann eben so mit der Medienstelle von SRF, wenn es dann darum geht, so, ja Lucia, tun wir jetzt seine Schwangerschaft kommunizieren und wenn ja, wie? Das ist für mich sicher sehr ungewohnt. Ich bin jetzt jemand, der nicht so, also ich tue jetzt zum Beispiel auf den sozialen Medien, tue ich jetzt zum Beispiel nicht so viel von meinem Privatleben teilen, dort geht es dann mehr um das Arbeiten. Also der Gunzer schafft es dann vielleicht einmal bei mir irgendwo auf Instagram oder so, aber sonst bin ich jetzt nicht jemand, der sein Privatleben jetzt Dinge grösser jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit zeigt auch, das ist jetzt nicht so meine Art, ich bin mir es vielleicht einfach auch nicht gewöhnt. Aber an das gewöhnt man sich ehrlich gesagt, also ein bisschen auch, wenn ich ständig gefragt würde auf der Straße, sie können mich gerne ansprechen, ich freue mich auch über Fragen. Es ist mir angenehmer, wenn sie mich nämlich fragen, als wenn einfach geschaut wird. Das ist eher ein bisschen seltsam, wenn ich im Zug sitze und eine Stunde zwischen Zergans und Zürich und so. Gerade am Hauptbahnhof würde ich dann von einer, von einer Stadtnerin aus Wallenstadt gefragt, ja, ob ich dann nicht Lucia Tschirki sei. Oder sie dürfen mich gerne fragen und sie können natürlich auch schauen, wenn sie möchten, wenn sie mich sehen, aber ich das bevorzuge, wenn man mich nämlich fragt, wenn man eine Frage hat, kann man das sehr gerne machen.
Ja, das Lippenstiftfrage, die ist schon gekommen, heute vorher, oder? Was, die Lippenstiftfrage ist vorher gerade schon gekommen, oder? Genau. Was das eigentlich für ein Lippenstift ist. Für das gibt es ja noch eine Gelegenheit, wahrscheinlich hier am Apero. Du bist am Nachmittag um 2 auch noch am Sarganserländerstand. Genau. Faktencheck noch, das muss man natürlich machen, das ist im harten, seriösen Journalismus wichtig. Desiree Gundli ist nicht Gemeindepräsidentin, aber Gemeinderätin. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich jemanden beleidigt. Nein, überhaupt nicht. Nein, der Guido ist nicht böse. Der Guido aber das wissen böse. Ja jetzt auch alle. Ja. Danke vielmals, das ist wie immer spannend und hochinteressant gewesen, dir zuzuhören. Jetzt kommt natürlich noch der Akt von der Ehrung und für das gebe ich gerne dem Zeremonienmeister Guido wieder zurück. Danke vielmals. Yes. Danke Lucia, danke Rolli. Wir haben einen guten Einblick bekommen in dein Wirken. Und besten Dank, wir freuen uns darüber. Darf ich dich als Präsident noch aufbitten? Wir haben eine Urkunde vorbereitet und ich möchte gerne vorlesen. Die Talgemeinschaft Sarganserland Wallensee verleiht Lucia Circhi, Sargans, den TSW Anerkennungspreis 2023 für ihre mutige und sachliche Berichterstattung als Osteuropa-Korrespondentin des Schweizer Fernsehens. Mels, 6. Mai 2023, unterzeichnet vom Präsident Jürg Stopp, vom Präsident von der Kulturkommission Maxel Zimmermann und von mir. Merci vielmals. Merci. Merci. Merci vielmals. Merci. Wir haben natürlich noch weitere Geschenke für dich parat. Der Jürg Stopp hat zwei Kuhren in der Hand, ein Gels und ein Weisses. Zum Gelen gibt es eine Fortsetzungsgeschichte. Das Weiss darfst du behalten. Und im Hintergrund haben wir noch einen Blumenstrauß, wo wir dann ein bisschen ins Zentrum hineinstellen, die für dich persönlich sind. Merci vielmals. Danke vielmals von Herzen. Sehr gerne. Merci vielmals für die Auszeichnungen. Ja. Genau. Ich darf das Wort jetzt der Lucia übergeben und Fortsetzung zu dem gelben Kuvert. Wir haben miteinander abgesprochen, es gibt in unserer Region einen Verein, Tschernobyl-Kinder, und der Präsident Luzi Oberer ist hier in der vorderen Reihe. Ich darf ihn nachher dann hier aufbitten zur Lucia. Darf ich dich bitten jetzt. Merci vielmals für den Anerkennungspreis. Ich habe mich sehr über das gefreut natürlich. Ich glaube, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man in dem Jahr, in dieser Zeit überhaupt eine Journalistin auszeichnet. Ich weiss das sehr zu schätzen. Gerade vor allem als Auslandkorrespondentin kann ich mir vorstellen, dass die Themen, die ich darüber berichte, dass die eben doch gefühlt sehr weit weg sind. Auch wenn es natürlich eben geografisch jetzt die Ukraine nicht weit weg ist, ist es doch gefühlt sehr weit weg eben von ihrer Lebensrealität. Und umso mehr schätze ich das natürlich, wenn ich den Anerkennungspreis überkomme, weil das zeigt für mich, dass das wichtigste Anliegen in meiner Arbeit, dass ich nämlich das Leben von Menschen, die eben dann doch gefühlt weit weg wohnen, ihnen kann näher bringen. Das ist immer wieder die grosse Frage für mich beim Arbeiten. Wie kann ich das machen? Wie kann ich den Leuten erzählen, wie es eben in einem anderen Teil der Welt so und her geht, wo sie vielleicht selber noch nie gesehen sind? Ich kann mir vorstellen, dass viele von ihnen noch nie in der Ukraine gesehen sind und dass für sie ein unbekanntes Land ist und noch nicht so viel davon gehört haben, vielleicht eben auch nicht den vor dem Ausbruch von dem Angriffskrieg. Und darum habe ich mich natürlich besonders darüber gefreut, dass ich den Anerkennungspreis bekomme, weil es eben gerade gegenüber Journalistinnen und Journalisten doch nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit ist, dass man Anerkennung hat. Wir machen zwar eine wichtige Arbeit, aber sicher auch teilweise eine sehr schwierige Arbeit und darum habe ich mich sehr über das gefreut. Ich habe den Vorschlag bekommen, dass wir dann da weiterreichen an den Verein Tschernobyl-Kind. Das war mir auch ein grosses Anliegen gewesen, weil ich glaube, die Menschen in der Ukraine haben weit, bevor jetzt der Angriffskrieg angefangen hat, haben die schon Katastrophen in ihrem Leben erlebt. Das ist auch etwas, was man sich da vielleicht eher weniger vorstellen kann. Sie alle haben auch Corona erlebt. Sie haben auch etwas erlebt, was vorher so
im Geschichtsdenken eigentlich schon lang nicht mehr gegeben. Seit 100 Jahren hat es nicht mehr so eine Pandemie gegeben auf der Welt. Und darum haben sie vielleicht auch so Erfahrungen gemacht, die sie sich nicht daran erinnern konnten. Für Menschen in der Ukraine ist ganz vielfach in ihrem Leben etwas passiert, das von heute auf morgen alles verändert hat. Und das ist, der Angriffskrieg war nicht der erste Moment gewesen, sondern es hat sicher auch angefangen in den 80er Jahren mit der Katastrophe, der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Und für Millionen von Menschen hat sich dann das Leben schon verändert, und zwar für Jahrzehnte, vielleicht bis ans Lebensende. Und das ist eine Fortsetzung eigentlich jetzt mit dem Krieg, dass wieder eine Katastrophe ins Leben der Menschen gekommen ist und noch viel mehr Millionen Menschen betrifft als Tschernobyl und sicher auch noch weitere Jahrzehnte die Menschen begleiten wird. Und es ist extrem wichtig, dass die Unterstützung dann eben nicht nur gerade im Moment passiert. Es ist dann zwar sehr schön, wenn die Glückskette einen Haufen Geld kann sammeln im Moment und den Kriegsopfer kann helfen, aber natürlich, wenn die Hilfe über Jahre und eben Jahrzehnte weitergeht, umso schöner. Und darum freue ich mich sehr, dass ich jetzt hier den Präsidenten von Tschernobyl-Kindern, dass ich hier den Luzi Oberer darf, genau, auf die Bühne bitten, damit ich da das Kuvert weitergeben kann. Sehr, sehr gerne. Und Sie haben etwas zu sagen. Ja, sehr. Bitte, Sie haben das Mikrofon. Ich fange an mit Bundi. Heute Morgen bin ich in Engadin gestartet. Mein Name ist Luzi Oberer. Ich bin Co-Präsident vom Verein Tschernobyl-Kinder. Vom Engadin, wo ich wohnhaft bin, bin ich ins Arganserland gereist. Ja, was mache ich da als Engadiner? Was macht ein Co-Präsident da? Wir, unser Verein, wird dieses Jahr 20-jährig. Wir sind daheim in Sargans. Wir sind daheim hier unten, in Sargans, am Schloss Sargans, am Gonza. Und wo wir daheim sind, sind im Marges. Für viele Kinder, mehr als 500, haben schon Marges besucht. Wir hoffen schwer, dass die wieder kommen können. Ein paar Jahre haben wir kein Kinderlager durchführen durch Corona und jetzt durch die schreckliche Zeit. Doch, wir schauen. Wir schauen zu den Kindern in der Ukraine. Wir haben täglich Kontakt. Auch das Geschenk. Danke vielmals, Lucia. Das geht in der Region. Ich kenne auch die Ukraine. Das geht in der Region zu den Kindern. Ich sage einfach ein grosses Dankeschön, dass wir immer haben dürfen kommen im Sarganserland mit den Kindern, dass wir immer willkommen gewesen sind. Überall sind offene Türen gestanden. Ich sage danke vielmals an der Teilgemeinschaft Sarganserland Wallensee für das tolle Geschenk durch Lucia Gcirki. Ich wünsche euch alles Gute, bleiben gesund. Grazie Fitsch. Danke vielmals. Ah, sehr gerne. Wir hören jetzt nochmal die Jugendmusikschule, respektive mit der Perkussionsgruppe, mit dem Bertolt Merkli. Nachher darf ich Sie zum Apero Risch einladen, wie der Jürg Stopp das bereits gesagt hat. Und anschließend zum Messerundgang. Und wenn Sie uns besuchen am Stand der Talgemeinschaft und auch noch die Mitgliederkarten unterschreiben, die es noch nicht gemacht haben, dann freut uns das natürlich auch. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abschluss und auf Wiedersehen nächstes Jahr. Danke.
Herzlichen Dank, liebe Xiloberto. Herzlichen Dank, liebe Kids. Das habt ihr sensationell gemacht. Ihr habt die Ziga-Showbühne gerockt. Macht weiter so. Irgendwann sind wir ein grosses Ensemble. Alles Gute für die Zukunft. Hat riesig Spass gemacht. Ich danke euch. Geschätzte Damen und Herren, wie gesagt, wir laden Sie herzlich ein zum Apéro Risch. Ist schon alles aufgestellt. Geniessen den Tag noch, besuchen die Siga. Die ganze Siga-Woche geniessen die. Das ist ja unser Geschenk an die Bevölkerung, die Siga. Und ich hoffe auf viele tolle Gespräche. Herzlichen Dank, dass ihr alle da gewesen seid. Ciao miteinander.